machen zum ersten Mal jetzt eine Sitzung Female Excellence für Führungsfrauen. Wir haben mehr als 40 Chefärztinnen und Führungsfrauen in der Dermatologie und sie wollen wir zusammenbringen für einen Austausch und Netzwerkbildung. Mein denkbar nächster Schritt wäre die Ebene der Kolleginnen, die da in der Ausbildung sind, die da Oberärztin werden, mit Plänen zu versehen oder zu beraten, Kompetenzen zu entwickeln. Diese Authentizität, die jeder mitbringt, dieses Können in Kompetenz umzuwandeln und glückliche Ärztinnen. Das wäre so mein Anliegen. Und es scheint schon zu gelingen. Das ist ein tolles Projekt für mich. Die Frauenpower, die wir haben, müssen wir in die Zukunft führen, wenn sie wollen. Wir tragen keinen durchs Ziel, aber wenn sie wollen, gerne mit uns gemeinsam. Das ist mir sehr wichtig deshalb, weil 70% der Mitglieder der DDG sind Frauen. Im Vorstand sind aber 15% Frauen und es ist mir ein Anliegen, Frauen miteinander bekannt zu machen und sie zu stimulieren, in den Gremien mitzuwirken und auch in der Fachgesellschaft Leitungsfunktionen zu übernehmen.